Klaus, jetzt befinden wir uns auf einem, wie man sehen kann, sehr, sehr großen Boot. Der Name ist Schweiber. Aber wir wissen jetzt gar nicht, wie lang das ist. Und es hat zweimal Benta 400. Ist nicht so geil, aber ja. Dann fangen wir an. Da haben wir schon einmal die Liegefälle. Auf jeden Fall richtig nice. Da haben so zwei, drei Leute Platz. Also ist richtig nice. Nachher, da haben wir Staufachen. Einmal da. Genau, auf der Seite das Gleiche. Nachher haben wir da hier einen Schrank, wie man das sehen kann. Ah, nice. Nachher haben wir da die richtig nice Sitzecke. Kann man ruhig mal so zu 5. oder zu 6. essen. Also es geht ohne Probleme. Ist echt nice. Und ja, jetzt wollen wir mal sagen, gehen wir zum Fahrerplatz. Zack. Also da haben wir die zwei Bluthebel. Zweimal Echolot. Dacho. Kompass und Lenkrad. Kann man noch nicht viel sagen? Nice. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die Rechte an. Nachher haben wir da so Wettbewerbswaschbecken. Zack. Also, wie man sehen kann, haben wir ein riesiges Stil-Doppelbeins. Das ist echt richtig nice gebaut. Nachher haben wir da einen Einzelsitzplatz da noch. Schöne Getränkehalter. Während der Fahrt kann man einfach so hocken und wollte sein Getränk da reinstellen. Und ja, und jetzt gehen wir vorne, let's go! Das Zimmer ist, was ist größer. Also, da haben wir auch mal eine Küche. Da sieht man, haben wir einfach einen eingebauten Herd. Da sieht man, einfach einen eingebauten Herd. Nachher Waschbecken. Nachher nochmal Waschbecken. Also, da haben wir nochmal einen Kühlschrank. Da haben wir Staufache Nummer 1 für Besteck. Staufache Nummer 2 für Flachdeller oder so. Nachher, da vorne haben wir das Bett, kann man im Tisch kann man versenken. Das kann man sich dir, weil es ist ein Messingboot, da kann man sich da alles umbauen. Im Tisch kann man versenken, dann ein Polster drauf, nicht so richtig fettes Bett. Das kannst du eigentlich schon vorstellen. Dann haben wir hinter dem Christoph ein paar Fachen. Bei mir auch. Mikrowelle haben wir natürlich, darf ich fallen. Nachher, da vorne haben wir noch so zur Belüftung was. Nachher haben wir da Licht und nochmal Licht. Und ja. Nachher haben wir da noch in einem Bildschirm, keine Ahnung, was der macht. Nachher das Radio und nochmal an Sicherungskasten. Mit der Elektrik rein. Oh nein, da ist gar nicht. Nachher haben wir da hinten noch ein Handysteck. Zack. Da haben wir auch ein Bildschirm. Nachher haben wir da ein Radio, Handysteckdose. Und da ist noch so ein Fachel, whatever. Und ja. Also da haben wir ein Fachel mit einer Bilgepumpe, wie man sehen kann. Nachher haben wir nochmal ein Fachel mit einer größeren Bilgepumpe. Nachher setzen wir in der Eiche. Nachher gehen wir weiter ins Kloraum. Dann haben wir da einen Kloraum. Angekommen, Luxuswaschbecken. So, zack. Wieder nochmal Staufachel. Da hinten ist der drinnen. Zack. Zack. Und jetzt hat. Nachher da nochmal Staufachel. Wieder Staufach. Da wieder Staufach. Und mega viel Staufach dann. Da Dusche und Ausziehen. Kann man da einen ausschalten, die Dusche? Nachher, Klo, kann man ordentlich auch Eiche sammeln. Zack. Nachher, da haben wir noch Bullock. Falls man eine richtige Eiche fetzt, dass man dann da lüften kann. Nachher gehen wir weiter zur Unterflugkabine, wie man sagt. So, dann kann man erstmal alles wacheln: Handyladestecker. Und auch für andere Sachen und so, laut alles Fachen, nochmal riesiges Fach. Also der Raum geht schon locker zum Bewohnen, keine Frage. Nochmal ein Fach auf der Seite, das gleiche. Nachher, da nochmal ein Fach. Zack. Ist gefühlt nochmal ein komplettes Klo. Dann, zack, Bullauge, das gerade offen ist. Dann wieder zumachen. Dann kann man sich da drüber und da mal so hinchillen. Dann haben wir da nochmal ein Schaufach. So, dann haben wir das Bett. Also, wenn da keine drei Leute mehr Platz haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Da haben wir locker so 3 bis 4 Leute Platz. Aber locker. Und ja.
kommt der Karissen. Ich weiß, kann sich hinschillen. Jus ist dann da, einmal zum Lüften. Aber ich gesagt, mach halt. Getränkehalter zweimal. Zack. Ist für größere Flaschen gedacht, aber egal. Auf der gleichen Seite das gleiche. Wannenseite halt das gleiche. Nachher Bügel, halt so Glander, dass man durchfliegt. Nachher Klampen. Auf der Seite nochmal Klampen. Nachher elektrische Ankerwinde. Anker schon dran. Und dann noch so ein Ding, wo man rausstehen kann oder so, keine Ahnung. Wenn euch die Bootsvorstellung gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren. Liken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.